Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Oberkommando. Wir spielen wieder Sorcerer King, die Kampagne. Haben letztes Mal hier den Auftrag der Hüter des Feuers oder Hüter der Flamme, besser gesagt, erfüllt. Und ich habe das letzte Mal... Ach, hier ist übrigens noch ein Schad, sehe ich gerade. Genau, den sollten wir uns dann auch mal krallen. Ansonsten sind hier ganz viele Kisten. Außerdem habe ich das hier entdeckt. Eine Wizard Statue. Und hier muss wohl irgendein Held drin sein, den wir eventuell befreien können. Und hier ist der Burning Tower. Hiding Place of the Destiny's Embers. Ich glaube, da müssen wir eigentlich nicht mehr rein, weil wir haben jetzt die Mission derer hier schon erfüllt. Von daher würde ich mir das einfach sparen, da reinzugehen, bevor ich da jetzt unnötig Einheiten verliere. Okay. Gut. Was war das denn? Ach so. Das da. So, hier oben sind schon wieder Einheiten vom Sorcerer King, aber die sind schon relativ geschwächt durch unseren Turm hier. Und hier wollte ich ja noch einen zweiten hinbauen, damit hier auch ja nichts mehr durchkommt. Oh, das ist so ärgerlich, dass die den Schad hier kaputt gemacht haben, ne? Aber gut. Ich hätte ja mal gerne solche Kristalle, ne? Hier unten wären welche. Aber wie komme ich da rein? Naja. Wir gucken mal. Und ich drehe mal auf Turn. Blablabla, wieder irgendwelche Zeichen. Doomsday Counter plus 10, das ist aber nicht geil. Und wir haben den Eisblast erforscht. Das ist schön. Uncommon Tactical. Aha. Disrupt the Spell. Okay. Ansonsten... Harvest Forest. Ich mach mal Spell Leech. So, jetzt erstmal hier reingehen. Ah. Juggernaut's Army. Ach, das ist ja praktisch, dass ihr hier seid. Aber die können sich so schnell fort... Oh, hier oben ist jetzt auch schon wieder einer. Gut, aber die sollten wir relativ problemlos plätten können. Noch ein bisschen XP farmen. Sehr gut. Schade, ey. Ja, heul mal. Ah. Tja, das hat sich ja gelohnt für dich. So, dann einmal Darkspread. Der macht sein komisches Nightmare-Dingens. Warte mal, als nächstes ist der Dicke hier dran. Den kriegen wir auch so da. Aua, fall nicht auf mich drauf. So, dann machen wir den mal weg. Gehen wir auf Nummer sicher. 18 Uhr. Das ist aber nicht so viel. So, und dann machen wir den dann noch kaputt. Sehr gut. Achso, da haben wir einen neuen Sentinel drin. Das ist natürlich sehr schön. Das ist jetzt doof, dass die hier aus allen Richtungen kommen. Ich muss die noch eine Weile hier unten stationiert lassen. Bis ich zumindest hier diese beiden Routen weitgehend dicht gemacht habe. So, und du kannst... Warte mal, du kriegst doch noch Unterstützung, glaube ich, ne? Achso, nee, der geht...
dahin. Ne, da passt da sogar noch einer rein. Wollte ich da nicht auch noch einen Sentinel reintun? Oh, ich nehme sogar mal zwei mit rein. Ah, der kommt sogar fast hin. Oh, was war das denn jetzt? Komm, beweg dich. Na gut. So, was mache ich mit dir jetzt? Hier sind noch so ein paar Kisten, die wir abfarmen können. Gott, sind da viele Kisten. So, und hier ist noch so eine. Ja, hier muss ich halt aufpassen. Ich den hin dahin stelle. Ihr bleibt mal auf Guard. Warum kannst du da jetzt nicht durch, weil der da steht oder was? Ja, oder nee, nicht Guard, mach Pass. So, hier können wir wieder was Neues machen. Ja, komm, ich baue mal noch so ein paar Erksen. Für irgendwas, wenn wir die schon brauchen können. Oh, was will der denn? Okay. Oh, der hat uns jetzt den Krieg erklärt. Der ist jetzt quasi Verbündeter des Sorcerer Kings. Das ist aber doof. Das ist sehr doof. Tja, dann muss ich den wohl oder übel irgendwann erobern. Oh, jetzt kommt er aber wieder hier an mit Truppen. Oh nein, oh. Drei Stück von diesen Scheißviechern gleich. So, komm. Dann baue hier gleich mal deinen Outpost hin. Alter Junge, wenn du hier nicht weggehst, dann... Beweg dich mal. Jetzt kann ich hier nichts machen. Passt hier nicht noch einer rein? Oh, hier passt sogar noch einer rein. Etwas könnte man da dann noch aufrüsten. Könnte man noch so einen reinstellen. So. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in Richtung von diesem Gebäude hier. So, hier ist noch so eine fertig geworden. Genau, den schicken wir nochmal dahin. So, und die muss ich jetzt wohl oder übel angreifen. Oder wir warten
könnte mich auch mal dahin zurückziehen. Ach, da ist auch schon wieder eine. Boah. Ja, gut, jetzt gehe ich hier mal auf Guard. Ihr geht auch mal auf Guard. Oh, ich... Mann. Leute, ich muss hier durch. Das ist doch jetzt doof, wenn die sich da hinstellen. Da komme ich vor allem mit dem anderen auch gar nicht mehr raus. Ich hoffe, die bewegen sich jetzt irgendwann mal. Sonst habe ich ein kleines Problem. Kannst du dich eigentlich dahin bewegen? Auch nicht. Das ist doch kacke. Das ist doch doof. Ah. Ich könnte ja mal ein bisschen zaubern. Ich habe ja immer noch diesen Pillar of Flame. So, wie oft kann ich den eigentlich machen? Ah ja, okay, dauert wieder eine Runde. Ja, ich würde ja gern was tun, aber ich komme hier nicht durch. So. Ah, jetzt kommt der hier noch. Sehr gut. Ah gut, ich kann hier noch so einen Outpost hinpflanzen. Das ist sehr schön. So. Gut, die sind bald weg. Hat er sich jetzt endlich... Ah, jetzt kann ich vorbei. Das ist gut. So. So, du ziehst mal nach. Hier ist noch eine. Du gehst mal dahin. So, jetzt machst du hier noch mal. Wo kommen denn die jetzt überhaupt alle her? Kommen die jetzt alle von da oben? Von woanders können die ja gar nicht kommen. Ja, ja. Boah, diese Viecher, die sind echt... Die sind echt sehr, sehr nervig. Muss ich mich jetzt tatsächlich mal hierhin zurückziehen? Mit dem Trupp. Okay, warte mal, das war jetzt natürlich doof, dass ich... Ach nee, der ist ja vollständig. So, gehst du mal auf Guard. Hm. City Level Up. Ah, yeah. Boah, langsam komme ich hier echt so ein bisschen in Schwierigkeiten. Das, ach, das Feld haben wir schon, oder? Ja. Dann nimm doch mal das da. Oh. Ach, du möchtest handeln? Was nehmen wir denn? Silver Bands. Ja, komm, gib mal her. Nee, mit dir möchte ich jetzt gerade nicht handeln. Mit dir auch nicht. Warum sind jetzt die Zwerge so schnell geswitcht? Da muss ich wenigstens gucken, dass ich mich mit Paradin verbünde.
Sind die jetzt hier noch nicht bald tot? Ach, der lebt noch, okay. Der geht gleich drauf, das ist schön. So, jetzt. Mhm. Der geht dann nochmal dahin. So, jetzt kommen meine kleinen Örksen hier. So, und einmal dahin. So. Jetzt dürft ihr gerne mal versuchen, hier durchzukommen. So, wo ist er hier? Er braucht noch. Ah, den hätte ich schon noch gern drin. Bevor ich dann da reingehe, aber das können wir erst nächste Runde machen. So, ansonsten passt hier alles. Mein Falke wird angegriffen, das ist aber doof. Ja, komm. Muss mein Falke eben leider sterben. Moment. Ach, es passt hier nur einer rein. Wieso habe ich einen 2 losgeschickt? Ach so. Quatsch, einen wollte ich ja austauschen. Den da. Der kann ja mal ein bisschen exploren. Kleiner Speer. So, hier haben wir jetzt noch jemanden. Schicken wir da nochmal einen hin. Da ist noch jemand. Also mit dem könnte ich dann tatsächlich da unten noch so einen Outpost hinbauen, damit wir uns den Shard hier krallen. So, und ihr zerschmettert jetzt hier an meinen beiden Forts. City Level Up. Yay. Machen wir doch wieder so ein Feld hier. Idle Cities. Komm. Jetzt haben wir einfach mal so ein paar Örksen raus. Idle Units. So, dann mal viel Spaß beim Durchlaufen. Sehr gut. Ich weiß, mein Fortschritt hier ist jetzt etwas langsam, aber... Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen Shard kaputt gemacht. Das ist gar nicht gut. Wann kann ich denn mal wieder meinen Superzauber machen? Hier. Yay. So. Du gehst dann nochmal hier hin. Gönne ich dir hier noch ein Upgrade? Du gehst jetzt damit rein. So, und jetzt gehen wir hier mal dahin. Kaplan the Mage. Okay, wir sind in einem komischen Garten mit Skulpturen. Da finden wir die Statue eines Mannes mit wehenden Roben oder fließenden, ich weiß nicht. Das scheint Kaplan zu sein. Ein mächtiger Magier. Blablabla, der wohl aus dem Land New Pariden kommt,
lange bevor es von dem vom Sorcerer King quasi zerstört worden ist. Wir gehen mal hin an diese Statue. Ah ja, die Statue schimmert und wird zu Fleisch. Kaplan stolpert vorwärts. Das letzte, an das er sich erinnert, war, dass er eine Gruppe von Waisenkindern beschützt hat. Wir sagen, dass der Sorcerer King immer noch da ist und kleine Waisenkinder bedroht. Und so viele Waisenkinder bedroht, das fügen wir noch hinzu. Indem wir quasi das Ganze mit einer Geste noch untermauern. Und Kaplan würde uns gern helfen, wenn wir aus einer nahegelegenen Höhle seinen Stab holen. Das machen wir ihm doch. Weak. Naja, das hört sich doch gut an. So. Wir gehen also in diese Höhle rein. Und wir finden den Grund, warum diesen Stab bislang noch niemand gestohlen hat. Und zwar sind da ein paar Oger, die das Ganze verteidigen. Und wir bekämpfen die natürlich. Ja. Was ist das hier? Oh, das war wohl ein Grafikbug. Ich dachte schon, das ist jetzt irgendwie so eine Giftaura oder so. Ja gut, was machen wir denn? Das macht aber sehr, sehr wenig Damage. Mach ich mal lieber den da. Ah, jetzt kommt er hier. Boah, das ist sehr, sehr mächtig. Muss man mal sagen. Gut, er hat jetzt zwar widerstanden. So, dann machen wir hier einmal Smite. Und nochmal Smite. So. Nummer 1 ist weg. Dann kommen die hier alle. Und dann noch der. Sehr schön. Das war nicht sehr schwierig. Und wir bekommen Kaplan den Magier. Und das ist ja, glaube ich, dann auch ein Held, oder? Skills? Ja. Sehr schön. Das ist sehr gut. Dann können wir den gleich irgendwie cool ausrüsten? Beziehungsweise kann ich vielleicht auch mal wieder Sachen craften, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Short Sword. Aha. Das könnte ich mal machen. Keine Ahnung, für was ich es brauche. Das ist aber Level 8, das ist ein guter Gegenstand. Toxic Longsword. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Dann mache ich auch mal. Mal schauen, für was wir es verwenden können. Plate Helm. Plate Boots. So. Healing Potions haben wir jetzt eigentlich schon lange nicht mehr gebraucht. Irgendwelche neuen Ringe. Amulet of Sorcery. Amulet of Haste. Band of the Berserker. Throwing Knives. Okay. Amulet of Souls. Amulet of Eagle. Amulet of Warding. Ein Tent. Ah, das ist auch ganz geil. Tower Shield. So ein Tower Shield hätte ich noch ganz gerne. Cleric's Ring. Ring of Defense. Ring.
Crimson Ring, Onyx Ring, Spell Mastery, das ist gut. So. Dann bekommst du gleich mal eine Ausrüstung. Das Beste, was wir so anzubieten haben. Spell Mastery. Kommst du von mir? Was haben wir sonst noch so? Plus 3 Defense. One Sight. Cast Shockwave. Habe ich noch so ein paar Erfahrungstränke oder Büchlein oder so? Sieht nicht so aus. Okay, Kaplan the Mage. Können wir jetzt hier quasi dann nochmal eine neue Armee ausheben. So. Kann ich hier nicht noch Leute equippen? Dir fehlen noch Schuhe. Die sollst du haben. Spearman. Vor allem meine Sentinels. Ah. Das Tower Shield. So. Tower Shield würde ich dann gerne jemandem aus der anderen Armee geben. Wer ist das denn hier? Genau hier. Wollen wir denn so einen richtig guten Sentinel? Ah, du bekommst auch mal ein Schild. Sehr gut. KK, Juggernauts Army. Okay, ich glaube, auf die können wir uns mal ein bisschen offensiver kümmern. Die sind nicht so stark. So, genau, mach den Dicken da noch weg. Sehr schön, dann einmal das da. Oh. Achso, das ist noch der schwache Sentinel. Jetzt kommen erstmal die Stärkeren. Oh ja, die sind so gut. Ja, mach mal dein Nightmare. Von mir aus. So, gut. Als erstes kommen sowieso wieder die dran. So, dann machen wir jetzt den nochmal weg. So, dann machen wir einmal Slay Mounted. Und tschüssi. So, noch so eine. So, hier sind wir, glaube ich, jetzt voll, ne? Ja. Hierhin. Da fehlt noch eine Stufe, aber das ist da schon einer unterwegs.
Der geht da runter. Ja, dann schickt man da noch einen hin. So. Mein Souverän darf ich aufleveln. Scorched Earth. Earth. Gut. Und Turn. Aber die kommen immer noch vorbei. So, was haben wir denn hier als neuen Zauber? Jetzt haben wir mittlerweile keine seltenen mehr, sondern nur noch diese Kammendinger. Oh, das ist ganz cool. Mal Karte aufdecken. Oh, wie ich diese Viecher hasse. Okay. Idle Units. So, jetzt haben wir hier noch einen. Soll ich hier vielleicht doch noch dicht machen? Weil das ist ein bisschen übertrieben, aber ich möchte hier gern zumachen. Und dann können wir auch mal wieder ein paar Städte gründen. Und dann bin ich, glaube ich, ganz safe. So, okay. Wo bin ich denn? Achso, wir sind auf so ein Schlachtfeld gegangen. Okay, wir finden einen verdächtig aussehenden Typen unter einer Kutte. Blablabla, bla, bla. Er sagt das hier, dass es ist ein antikes oder ein altes Schlachtfeld. Und er möchte gerne die Toten wieder reanimieren. Und ihre Sachen an sich nehmen. Und er fragt uns, ob wir ihm helfen möchten. Nee, so Leichenschänder, mach mal kaputt. Genau. Ah, das ist so ein Einzelner. Ja, ich glaube, der kann nicht so viel. Ja. So, jetzt kommt nämlich der Dicke hier. Und haut seinen Explosive Strike da drauf. Oh ja, das ist richtig gut. I like. So, jetzt haben wir das Teil mal voll aufgerüstet. Ah, da kommen mir immer noch zu viele durch. Nee, es ist wirklich gut, wenn ich das hier noch dicht mache. Kämpft ihr eigentlich auch mal gegen diese Scheißviecher hier, oder? Oh, das ist ja eine richtig große Armee mal. Nicht mal schlecht. Greifst du den auch an, oder chillst du nur rum? So, du baust dann hier mal dein Türmchen. So. Und wir gehen jetzt mal auf. Ach, da oben. So. Gut. Idle Units. Gut, ich glaube, da können wir dann noch einen hinschicken. Idle Cities. Sonst bauen wir nochmal Erksen. Und mit denen bauen wir dann Städte. Zumindest hier unten die wieder. So, wer darf nochmal? Du da. Outpost. Und einmal
den Shard anschließen. Sehr schön. So, kann ich eigentlich mit euch hier reden, mal wieder von Paradin? Speak to... Genau, also wir brauchen deine Hilfe. Warum sollten wir euch helfen? Blablabla, okay, ihr mag uns nicht, das wissen wir schon. Okay, eure Arroganz macht euch für die Gefahr, macht euch blind für die Gefahr, der wir gegenüberstehen. Was, er will nicht? Das ist aber doof. Oh. Hä? Aber jetzt hatte ich überhaupt keine Auswahl. Das ist doch kacke. Ja, jetzt hat er mir auch den Krieg erklärt. Na super. Jetzt weiß ich, was habe ich denn falsch gemacht? Keine Ahnung. Was haben wir hier noch so? City Enchantment Sacrifice. Slow. Oder Initiative, das ist mal ganz gar nicht so schlecht. Ah, ich glaube, okay, der ist schon tot. So, hier ist wieder so ein Örksen. Den schicke ich jetzt dann nochmal hier runter zum Städtchen bauen. In City of Doom haben wir noch was. Können wir dann hier oben noch eine Stadt hinpflanzen? Ah, sehr gut. Er ist angekommen. Dann müssen wir jetzt seinen Trupp hier noch ein bisschen ausbauen, aufbauen. So, und ich möchte jetzt nochmal gucken, ob ich hier irgendwie durchkomme. Geht der mir jetzt hier eigentlich auf die Nüsse? Also geht der jetzt da runter und macht meinen Shard kaputt? Das würde ich natürlich gerne vermeiden. Ja komm, dann greifen wir den mal an. Bringt ja nichts. Battle. Ah, scheiße, ich hätte vielleicht vorher den Flammenstoß machen können. So, dann sind mal die Bogenschützen weg. Jetzt kommt der leider mit seinen drei Viechern hier an. Ach nee, die machen erst ihren Heuler. Die sind viel zu gut. Die resisten da halt auch noch, ne? Einfach so frech. Und die sind auch noch ständig dran. Oh, das war gut. So, warte mal, wie viel habe ich? Ja, das sollte reichen. Das hier ist noch der etwas schlechtere, ne? Ne, mit dem mache ich mal nix. Aber vielleicht mache ich noch einen Zauber. Doomray. Aber da widerstehen die dann wahrscheinlich wieder. Ice Blast.
Ah, das hat sogar ein bisschen Schaden gemacht. So, das hier ist einer von der besseren Sorte. Ist das jetzt hier eigentlich ein Beast oder? Ne, es ist kein Beast, es ist wahrscheinlich auch kein Mounted. Oh mein Gott. So, komm, wir machen nochmal einen Zauber. Ups, falscher Knopf. Resisted, ich pack es nicht. Ah, sehr gut. Zumindest der ist jetzt tot. Nein, der ist nicht tot. Willst du mich verarschen? Hat ein HP, ne? Komm, dann mach nochmal den Doom Ray. Oh mein Gott. Lass mich halt, danke. Resisted. Alter, ich... Ich krieg gleich einen Schreikrampf. So, jetzt aber mal tschüss hier. Wahnsinn. Ah, jetzt kommt der hier. Der ist gut. Der hält viel aus. So, komm, jetzt gehst du auch mal in den Nahkampf. Mach mal was, Junge. Was macht er denn jetzt? Kleiner Feigling. So, tschüss. Doofe Viecher. Ah, die geben immerhin noch ein bisschen Erfahrung. So, wir marschieren jetzt mit dem mal wieder ein bisschen vor, genau. Und ihr macht mal hier Guard. Und hier, das ging glaube ich nicht, ne? Oh, doch. Okay, dieser verzauberte Nebel ist sehr unnatürlich. Es ist lila, pink, purple. Purple ist... Nee, was ist ein Purple? Doch schon so... Nee, Purpur? Naja, was weiß ich. Bla bla bla. Außerdem hält dieser Nebel einen davon ab, weiter zu gehen. Also ist hier irgendeine faule Magie am Werk. Wir schauen uns ein bisschen um. Und der Weg, auf dem wir sind, verliert sich schon bald komplett im Nebel. Wir kehren schnell um, damit wir nicht quasi unsere Orientierung verlieren. Aus dem Nebel hören wir ein Schreien, ein Rufen. Und zwar viele, viele Stimmen, aus vielen, vielen Stimmen. Sie rufen böse Königin. Böse, böse Königin. Dann wird auch noch, dann hören wir sowas wie ein Aus, also als ob jemand ausgebuht wird. Okay, der Nebel scheint auch noch verflucht zu sein. Großartig. Ah ja, okay. Die einzige Person, an die wir denken können, auf die die Beschreibung passt, ist die Königin Prozipine. Die haben wir schon kennengelernt. Die frühere Herrscherin von Paridon. Und die Mother-in-Law, also quasi die Stiefmutter unseres Vorfahren Relias. In Relias Notizen haben wir, oder war sie kaum erwähnt, er hat nicht präzise gesagt oder nicht wirklich ausgedrückt, dass sie böse ist. Allerdings hat er auch nicht gesagt, dass sie es nicht wäre. Ah ja, super. Jetzt müssen wir wieder zu der Tussi hinfahren. Och nee. Aber da unten sind Riesen.
Ja, super. Das bedeutet, wir müssen wieder Boot fahren. Klasse. So, und ich hau jetzt hier noch... Ach, ich kann hier überhaupt keinen... Kann ich denn hier? Ja, hier kann ich. So, jetzt ist hier auf jeden Fall dicht. Ja, und unser Schiffchen. Das ist gerade hier oben unterwegs. Das darf jetzt mal hier hinfahren. 7 Runden. Na super. Okay. Ich schaue auf die Uhr. Und das war's dann wieder mit dieser Folge. Ja, ist recht wenig passiert. Wir waren vor allem damit beschäftigt, unser Territorium zu verteidigen. In der nächsten Folge werden wir ein paar Städte gründen, zumindest mal eine. Ich versuche dann hier oben noch eine zu gründen. Dann werden wir nochmal zu unserer lieben Königin dahinter fahren, um zu gucken, wie wir durch diesen Nebel durchkommen. Da unten sind Riesen. Das ist gut. Außerdem sind hier unten diese Kristalle, mit denen wir dann magische Einheiten bauen können. Die würden dann perfekt noch in diese Armee hier reinpassen. Und ja, das ist dann so das, was wir vielleicht alles in der nächsten Folge schaffen. Vielleicht auch nicht. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, ein Kommentar oder ein Abo, wenn noch nicht vorhanden. Da freue ich mich wie immer sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Oberkommando, wir spielen Sorcerer King, die Kampagne. Macht's gut, bis bald und Servus!